Yo, liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2012. Aber warum in Kanada? Tja, in Monte Carlo gab es so Ergebnisse, Fehler, wo wir beide disqualifiziert wurden. Und zwar nach ungefähr 2 Runden. Ja. Also, man hat sich quasi gedreht, war im Gegenverkehr und es war nicht möglich zu wenden wieder, ohne disqualifiziert zu werden. Genau. Tja. Und deswegen haben wir es einfach komplett rausgelassen. Ja, vorher hatte ich schon mal 20 Strafsekunden. Ja, ich war bei 30, glaube ich. Macht einfach keinen Sinn, euch das zu zeigen. Von daher müsst ihr leider auf Monaco verzichten. So, auf die Strecke. Ist das eine Schnellstrecke? Ja, aber es sind auch diese scheiß Haarnadelkurven drinnen. Was für ein Setup hast du? Ja, ich hab das durchschnittliche genommen. Bist du hinter mir? Also ich bin noch nicht rausgefahren. Jetzt fahre ich gerade. Yo, Kanada! Einer meiner Lieblingsstrecken vom Aussehen her. Ich bin mal gespannt, wie die hier zurechtkommen. Da musst du extrem aufpassen, dass du dich nicht verbremst, weil du so schnell dran bist. Jawohl, Frontflügel weg. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Da liegt ein Frontflügel auf der Strecke. Ja, das ist meiner. Hast du was dagegen? Wird auch überbewertet. Heftige Schikanen. Da ist bei mir der Unfall vorprogrammiert. Ja, bei mir war auch der Unfall. Dass ich da so richtig Schumi-like hinten einfach geradeaus durchziehe. Schumi-like Unfälle habe ich schon mehr als genug gebaut. Müsste mal wieder gutes Rennen abliefern. Von Monaco wollen wir ja gar nicht reden. Nein, von Monaco wollen wir erst gar nicht reden. Oh, Alonso hat eine richtig gute Zeit, Chris. Ja, ich bin knapp hinter seiner. Ja. Ich habe aber gerade auch auf mein Handy geguckt. Ja. Massa noch schneller als Alonso, das geht. Und Frontflügel ist weg. Wo machst du das denn? Also das... Ich bin auch nicht ganz rausgekommen, wo man hier seinen Frontflügel vergessen kann. Ach, sei doch leise. Du bist der Frontflügelverbraucher. Hmm.
Was ist denn? Du hast mir die Runde gekotzt. Ja, ich war ja auch in meiner Runde. Du hast dein Frontflügel verloren. Ja, aber ich wollte die Runde fertig bringen. Da hättest du ruhig mal für den zufälligen Platten machen können. Bist du reingefahren? Ja. Ja, du bist... Ghostbusters! Ist bei dir auch der Frontflügel weg? Ich hatte einen User abonniert, der heißt Glorpartia. Was? Wie heißt der? G-O-R Partian. Lord Partian. Nee, Gor. G-O-R. Und dann Partian, wie ich. Fast. Nö, kenne ich nicht. Alles bereit. Okay. Früher hieß ich mal Lord Partian in den Spielen und so. Bist du schon wieder drauf? Ja, ich fahr grad raus. Ach nein, ich wollte noch viel später fahren. Fährst du auch gerade raus? Jetzt. Und Weber hat die... Alter, unsere Zeit ist so richtig scheiße. Ja, ich war schon auf der Lieder am Zeit, bevor ich hier reingefahren bin. Aber hier ist Verkehr ohne Ende. Ich lass mal Kuba leider von suchen. Jetzt gerade auf einer schnellen Runde. Ja, weißt du, warum es mich ausgehebelt hat? Ich bin zu schnell über die Curbs gefahren. Zu viel. Da habe ich den Bodenkontakt verloren. Also das Kuba leider auf einer schnellen Runde ist, merkt man auch nicht so gut. Alter, und wieder den Frontflügel. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben. Die Kurve hier schiebt dir also an, ja? Vorsicht, hinter dir kommt dein Teamkollege. Guck dich doch mal an. Vielen Dank. Du bist auf Platz 13 zurückgefallen. Über die Curb. Da hebelst dich ordentlich aus, ne? Man muss schon aufpassen. Ui. War knapp. Sag mal, fahren hier 50 Autos oder was ist hier? Bei mir ist gar kein Verkehr. Warum fahre ich da immer dagegen? Ich weiß es nicht. In der Hanal-Kurve, bevor die ganz lange Gerade kommt. Ja, ich habe mir eine Verwarnung für Abkürzen bekommen. Woher? Von Grundzeit auf die Kurve. Du liegst im Moment auf Platz 2 für die Startaufstellung. Du liegst auf Platz 2? Ja. Ich bin 12. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Ich fahre ohne Frontflügel.
den Kopf sagen, ja? Verstehe, wer will. Erster Platz. Du liegst zurzeit auf dem ersten Platz. Iceman liegt zurzeit auf Platz 2. Du bist gerade die schnellste Runde gefahren. Er ist eine Sekunde schneller als ich. Ey. Noch 5 Minuten. Du bist doch ein Magier, ey. Ja, ja, so sieht's aus. Der Quali-König ist wieder hier. Der hat drei Nasen, von weil er bis Qualifying. Ja, ich hol mir jetzt auch die dritte schon. Übrigens habe ich noch keine einzige Nase verballert hier. Ich schon. Ich hole mir jetzt eine neue, aber ich bin trotzdem Bestzeit gefahren. Das gefällt mir. Hä? Ja. Erst. Da ist doch... Den habe ich doch komplett abgefahren gehabt. Vielleicht auch nicht. Nee, ich habe es ja gesehen, wie er weggebrochen ist. Eigentlich. Ja, Reparaturen. Ist schon abgefahren eigentlich. Da wird irgendein Anzeigebug. Wann fährst du wieder raus? Direkt. Legen wir los. Hast du jetzt auch noch vorher Ferrari vorbeifahren lassen müssen und so? Wahrscheinlich muss ich dich auch noch vorbeilassen. Nee, du fährst vor mir raus, oder? Nee. Du fährst vor mir. Aber jetzt sind wir direkt hintereinander. Das wird lustig. Ja, ich muss sowieso erst Reifen warm fahren. Mit den angefahrenen Reifen müsstest du eigentlich früher pushen können, wenn sie mal auf Temperatur sind. Was war mit dir jetzt los? Lass ein bisschen Abstand. Keine Lust auf eine Kollision mit dir. Starke Zeit. Im Moment hast du die Pole. Yay, direkt verbrennen. Jo, Weber zieht genau vor mir raus, ey. Aus der Boxengasse. Ja, und dann zieht er, anstatt Platz zu machen, fährt er mir raus, genau vor die Nase. So, jetzt konnte ich ihn überholen. Ist auch bei mir keine gute Zeit. Noch eine Minute. Aha, eine Runde dürfte ich dann nachher noch schaffen. Und wieder bin ich da dagegen gefahren mit den Reifen. Da ist mal alles dran geblieben. Thank you.
Sekunden in dieser Session. Boah, jetzt sieht mich Button ab hier auf der Abonnentin. Vielleicht krieg ich gleich noch die Strafe dafür. Iceman liegt zurzeit auf Platz 2. Na, von gut getroffen kann man hier auch nicht reden bei der Kurve. Ach, die Runde kann ich vergessen. Wow, mein Reifen ist platt, hier ist alles kaputt. Und ich war 400 schneller in der ersten Zwischenzeit. Ja, da gelingen mir die ersten drei Kurven nicht. Ja, mein Auto steht jetzt dafür. Testen wir mal noch mal einen Highspeed aus. So. Ich verabschiede mich mal aus der Session. Vielleicht ist dann wieder frei bei. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Bastian LP.